Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Review. Ja, während wir hier auf die Trophy Lodge zulaufen, ja, sage ich erstmal, um was es heute geht. Es geht um die neue Trophy Lodge Rustikal. Wir kennen ja schon die Trophy Lodge Classy. Wir gucken uns jetzt aber heute die Trophy Lodge Rustikal an. So, während wir in die Lodge reinspawnen, sage ich mal kurz die grundlegenden Informationen. Die Trophy Lodge Rustikal kostet 795 EM-Dollar, ist damit 45 EM-Dollar teurer als die Classy Lodge. Wir können beide Lodgen in einem Bundle kaufen, was derzeit 999 EM-Dollar kostet. Und wir haben hier insgesamt 27 Trophäenplätze. Bevor wir aber jetzt gleich in die Lodge reingehen, gucken wir uns noch den Eingangsbereich an. Da haben wir ein kleines Regal, wo man Sachen reinstellen kann. Also wo Sachen reingestellt sind. Man kann leider nichts reinstellen so. Und hier haben wir eine Karte von dem ganzen Hunting Reserve. Dann gehen wir jetzt hier die Treppe runter und lassen dabei unseren Blick über diese schöne Lodge streifen. Also, was haben wir hier alles für neue Features in der Lodge? Natürlich gleich, wir stehen schon davor, nämlich den Full Body Stand. Wir haben hier richtig schöne neue Holzbretter oder Holzplatten, an denen die Köpfe von den Tieren angebracht sind. Wir haben hier so eine Baumrinden, Platten für die kleineren Tiere. Also diese ganze Lodge sieht halt rustikal aus. Hier haben wir zwei schöne große Fenster und natürlich wieder viel Verzierung. Wie ihr jetzt auch schon seht, habe ich einige Tiere in der Lodge, ja, hingestellt und an die Wand gebracht. Ich habe hier auf den Full Body Stand jetzt einen Bison. An den Wänden habe ich jetzt hier Elche, Maultierhirsche, Weißwedelhirsche, Schwarzwedelhirsche, Rocky Mountain Wapitis und Grizzlybären, Schwarzbären. Und das sieht wirklich sehr schön aus. Also ich muss sagen, die Lodge sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Kann man nicht meckern. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal in die Bearbeitung oder in das Bearbeitungsprogramm wieder rein und ändern jetzt mal schnell ein bisschen um. Da packen wir uns doch einfach mal die ganzen Elche hier an die Wände. Dann packen wir hier die Rocky Mountain Wapitis dran. Hier kennen wir ja schon die ganzen Hirsche. Die lasse ich mal jetzt so. Enten habe ich hier, also die Small Round Plattforms, Medium Plattform haben wir leider nur eine, was wirklich sehr wenig ist. Sollten sie noch irgendwo eine hinstellen. Large Plattform, die Bären, die kann ich auch mal hier rüber jetzt packen. Und hier vielleicht mal noch schnell den Känguru hin. Large Round, da können wir noch den Truthahn, die Pl Position ändern. Und Full Body nehme ich auch mal das kleine Weibchen. Dann gucken wir uns das mal an. So, jetzt lädt natürlich erstmal ein bisschen, bevor wir uns das Weibchen angucken. Das ist nämlich eine schöne Schecke. Gucken wir uns jetzt nochmal die anderen Positionen an. Ich muss wirklich sagen, die anderen Positionen hier zum Beispiel sehen auch wirklich schön aus für einen Elch. Und ja, die Bärenstände, die Bärenplatten hier in der Ecke sehen auch wirklich mega gut aus. Da werden dann wahrscheinlich so meine Schwarzbären hinkommen. Die Wapitis finde ich jetzt hier nicht so schön. Da würde ich eher dann bei meinen Elchen bleiben. Und hier sehen wir ein sehr schön geschecktes Tier. Mein Problem aber mit dem Pull Buddy Stand hier ist grundlegend, dass er sich nicht an die Größe der Tiere anpasst, weil so ein Weißwedelweibchen gescheckt sieht aus dieser Plattform komplett deplatziert aus. Wir können jetzt hier zwar auch noch die, ja, Positionen ändern und die Animation ändern, aber das wird nicht besser. Das ist viel zu klein, das Tier, für so einen großen,
für so einen großen Stand. Das ist ähnlich mit dem Känguru. Bei dem Känguru würde ich sogar auch ein kleineres machen, filigraneres. Da muss dann halt wieder so ein Tier wie ein Bison hin. Und dann sieht es deutlich schöner aus. Aber wir sehen, wir können die Lodge wieder so gestalten, wie wir es wollen. So würde ich jetzt die Lodge nicht gestalten. Das finde ich jetzt irgendwie sehr unpassend. Ich gestalte dann meine Lodge wieder so um. Ich muss sagen, wenn man sich jetzt noch keine Lodge gekauft hat, kauft euch unbedingt das Bundle. Kostet nur 999 EM-Dollar und man hat beide Lodgen. Ja, und ich muss sagen, diese Lodge gefällt mir deutlich besser als die andere. Wie ihr hier jetzt auch seht, sind hier nur amerikanische Tiere drin. Das liegt daran, dass ich jetzt in der alten Lodge, also in der Classy Lodge, nur europäische Tiere reinpacke. Und hier werde ich nur amerikanische Tiere reinpacken. Also keine Rothirsche, keine Rehe oder so oder keine Wildschweine, sondern hier kommen nur klassische amerikanische Tiere rein. Ja, und mit diesem prachtvollen Bild, mit dieser prachtvollen Lodge möchte ich das Review beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Tiere ihr jetzt hier schon alle drin habt, wie ihr eure Lodgen einrichtet, was ihr von der neuen Lodge haltet. Ich bin positiv überrascht nicht. Ich bin ja positiv überzeugt, sage ich mal so. Und ich finde die Lodge wirklich sehr schön. Deutlich besser als die Classy Lodge. Kauft die hier euch unbedingt. Dann werden nämlich wahrscheinlich weitere Lodgen ja entwickelt und weiter produziert. Und dann möchte ich eigentlich nur sagen, bis zum nächsten Mal.